mehr Zeit. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 in der Season 3 und unserem Totenbeschwörer. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt mit diesem Video auf jeden Fall gute Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, es hat sich bei mir viel getan. Die Paragon-Tafeln sind schon erweitert bei mir. Ich habe ganz neue, tolle Ausrüstung bekommen, die ich euch zeigen möchte. Wir benutzen in diesem Video auch bei diesem Bild andere Steine, was unser Konstrukt betrifft, und Aspekte sind ungefähr gleich geblieben. Ich stelle es euch auf jeden Fall vor. So, wir beginnen ganz schnell mal mit der Ausrüstung, die ich momentan trage. Der Kopf ist gleich geblieben, leider immer noch Stufe 60. Ich habe noch keinen auf Stufe 80 gefunden mit ähnlichen Werten. Brust ist, glaube ich, die ihr kennt auch vom letzten Mal. Die Werte sind ganz in Ordnung. Gerade was unseren Rüstwert angeht, sind wir fast bei 10.000. Das ist enorm. Da sind wir auf jeden Fall am Cap. Das ist gut. Vom Leben her könnte es noch ein bisschen mehr sein, aber Rüstung war mir erstmal wichtiger. Aspekt ist gleich geblieben. Wir haben hier immerhin jetzt schon mal einen etwas höheren Roll bekommen, was diesen Aspekt angeht. Ihr erhaltet 4 Sekunden lang 1%. Erhöhte Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht, bis zu 60% stapelbar. Und wir wissen ja, 1,1% wäre der Max-Roll, also das ist schon ganz in Ordnung so. Handschuhe sind gleich geblieben, muss ich gucken. Nein, Handschuhe haben sich verändert. Habe ich was Besseres bekommen? Ihr seht, wir haben hier 16,5% Glückstrefferchance drauf. Das war richtig gut. 13,8% Angriffsgeschwindigkeit, 48% Geschicklichkeit, gut. Es würde unserer kritischen Trefferchance somit auch, würde sie etwas pushen. Und wir haben nach wie vor 3 Ränge für Pest. Wir spielen auch noch mit Pest mit diesem Bild nach wie vor. Wie gesagt, wir spielen mit Pest, wir spielen mit Schattenschaden, wir spielen mit Dienern, die entsprechend auch endlich durch Mendel und Sakrilegring verstärkt werden. Aber dazu komme ich dann später. Der Aspekt ist ein etwas schlechterer Roll, aber immer noch ganz in Ordnung. Erhaltet 6 Sekunden lang eine 18%ige höhere kritische Trefferchance, wenn ihr Leichenranken wirkt. Ihr fügt Gegnern, die unter Leichenranken Schaden erleiden, 36% zusätzlichen kritischen Trefferschaden zu. Bei den Beinen haben wir, ich glaube, dass ihr die Beine bereits kennt. Die gefallen mir ganz gut eigentlich aufgrund einmal des hohen Intelligenzwertes, dann 44% maximales Leben für unsere Diener. Dann habe ich mir hier nochmal 24,8% gesamte Rüstung draufgezaubert und wir haben 920 maximales Leben. Eingeprägt als Aspekt ist immer noch die Barriere. Ich habe bis jetzt nicht den Aspekt gefunden, was unseren Knochensturm und deren Barriere angeht, dass wenn wir über den Knochensturm einem Gegner Schaden zufügen, dass wir bis zu 5% unseres Basislebens als Stählung oder als Barriere, nee, als Stählung, als Barriere bekommen, habe ich bis jetzt, ich dümpel so bei 2, 3 und 4% rum, die 5 habe ich noch nicht bekommen. Wenn das mal so sein sollte, wird die auf jeden Fall mit diesem Aspekt ausgetauscht.
Die Füße, ja, ihr mögt es kaum glauben, dieser Aspekt, ich hatte es euch ja im letzten Video gesagt, er ist nämlich nicht mehr im Kodex der Macht zu finden, dieser Aspekt, dass wir unsere Skelettmagier um 2 erweitern können. Ich habe, glaube ich, 25 Level gebraucht, um, ja, nicht ganz, 20 Level gebraucht, von Level 60 bis Level 80, nee, mehr, 30 Level fast, jetzt sind wir ja fast 90, um endlich mal wieder diesen Aspekt zu bekommen. Also er scheint sehr rar gesät, außer ihr habt vielleicht einen guten Spot, wo man diesen Aspekt farmen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, würde ich mich sehr freuen. Es hat sehr lange gedauert, ich habe teilweise noch in den hohen 80er-Bereichen bin ich mit 60er Gear, was die Stiefel anging, rumgelaufen, weil dieser Aspekt einfach nicht droppte. Die Stiefel sind ganz in Ordnung. Wir haben natürlich selbstverständlich 3 maximale Aufladungen von Entrinnen drauf. 27 alle Werte, 50 Intelligenz, 23,3% Bewegungsgeschwindigkeit konnte ich mir draufzaubern. Haben 4 Ränge auf die Leichenranken. Der Zauberstab ist, glaube ich, der gleiche noch. Ich habe noch keinen besseren gefunden, wo wir alle Werte und Intelligenz fest drauf haben. Hier habe ich mir dann noch 28,5% Schaden gegen verwundbare Ziele drauf verzaubert und die 18% Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, waren bereits drauf. Als Aspekt benutze ich hier unseren Barriere-Aspekt, dass der Schaden, wenn wir eine Barriere haben, die ja letztendlich hier eben einerseits über die Hose, wenn die eben die Barriere ausgelöst wird, wenn wir einem Elite-Gegner Schaden zufügen, wird unser Schaden um 21% verstärkt, solange wir eben diese Barriere aktiv halten. Natürlich ist es Ziel, wenn wir später den Aspekt, was den Knochensturm angeht und einer erhöhten Abklingzeitreduktion, dass wir möglichst oft den Knochensturm zünden können, dass wir höchstwahrscheinlich uns auch noch einen Aspekt neu draufsetzen. Da weiß ich nicht, ob dieser Aspekt eventuell rausfliegt, wo unsere unsere Knochensturmfähigkeit eine Dunkelheitsfertigkeit wird oder Fähigkeit wird, die dann auch nochmal erhöhten Schaden machen, werden wir sehen. Auf jeden Fall noch bin ich zufrieden mit diesem Aspekt. Dann natürlich als Stein ist natürlich ein königlicher Amethyst drin mit plus 8% Schaden über Zeit. Und bei der Kopf, Brust und bei den Beinen setzt ihr euch einfach königliche Rubine rein, um euer Leben zu steigern. Beim Amulett haben wir ein neues Amulett. Nein, es ist das alte Amulett mit 3 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche und 3 Ränge für die passive Fertigkeit verstärkter Schaden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich euch das schon vorgestellt habe. Auf jeden Fall, das ist natürlich die Wucht ohne Ende. Wir haben 6 Ränge in der passiven Fertigkeit verstärkter Schaden, machen 24%. Erhöhten Schaden, wenn wir den Gegner altern, als Fluch auferlegen. Und hier habe ich mir nochmal einen Affix umverzaubert in 21% gesamte Rüstung, dass wir mit unserem Rüstwert schön hochkommen. Alle anderen Sachen, die drauf sind, sind ganz in Ordnung. 11% weniger Schaden durch Gegner, die vom Typ Schattenschaden über Zeit betroffen sind. Und der Aspekt ist immer noch der gleiche, leider nicht im Max-Roll, aber auch ganz ansehnlich. Ihr verursacht 6 Sekunden lang 149% mehr Schaden, nachdem die zentrale passive Fertigkeit Schatten solche Gegnern 10-mal Schaden zugefügt hat. Aufgrund meiner doch recht, ja, moderaten Widerstände, die ich momentan habe, ihr seht es hier, es ist im Grunde sehr, sehr schlecht, muss man fast sagen. Ja, bin ich natürlich jetzt drauf und dran, dass wir gucken über auch neue Ausrüstungs-Items, dass wir unsere Widerstände schon hochbringen auf das Cap, bevor wir uns Duriel stellen. Die anderen beiden Bosse habe ich schon gemacht, die gingen ganz gut, muss ich sagen. Zumindest wo wir jetzt gerade mal knappe 90 sind, mit 100 wird das sicherlich dann ganz anders aussehen. Den haben wir bekommen, das ist der erste Drop gewesen. Ich hatte euch im letzten Video gesagt, dass meine Unique Items bisher ausschließlich nur in Höllenfluten gedroppt sind. Und das war hier wieder so. Also ich bin mir momentan gar nicht mehr sicher, ob in Nightmare Dungeons überhaupt Uniques droppen. Bei mir noch nie.
Und bei mir, wie gesagt, immer in den Höllenfluten. Und wenn ihr vor allem jetzt auf der Karte, gerade was diese neue Mechanik angeht, wo wir diese Arkanen beben oder auch diese Obelisken eben, na, wo ist denn hier noch eins? Diese Obelisken zerstören letztendlich, um uns die Steine zu sichern, um dann an einem anderen Konstrukt sozusagen diese Steine einzulösen, wo dann eben ganz viele Gegner spawnen. Da habt ihr eigentlich meines Erachtens die besten Chancen, um an Unix zu kommen. Sakrileg ist sehr angenehm zu spielen, muss ich sagen, weil einfach, wie ihr es ja seht, diese Automatismen greifen, einmal was Skelette erwecken angeht, einmal was die Leichenexplosion angeht und was die Leichenranken angeht. Natürlich haben wir hier keinen unbedingt guten Roll bekommen, aber das ist trotzdem unterstützend sehr, sehr hilfreich. 3 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche ist natürlich super. 5 maximale Essenz ist super. Maximales Leben und nochmal eine hohe Glückstrefferchance im Max-Out sozusagen ist natürlich runden diesen Ring wirklich ab, sehr zu empfehlen. Hier habe ich mir natürlich auch den Diamant, den königlichen Diamanten reingetan, um einfach unsere allgemeinen Widerstände nochmal um 5% zu steigern, genauso wie auch im Amulett. Und hier ist natürlich der Mendelring bei mir auch gedroppt. Relativ zeitnah wie auch der Sakrileg-Ring. Unmittelbar danach kam der. Und der ist ganz ansehnlich, der Roll. Wir sind in der Glückstrefferchance, im Aspekt sind wir fast am, haben wir fast den Max-Roll bekommen. Die Dornen sind ganz in Ordnung. 5,7% Glückstrefferchance, ja gut, ist eher schlecht, aber ist immer noch in Ordnung. 40,6% maximales Leben für Diener ist natürlich super. Und 17,3% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern ist auch sehr gut. Also diese 2 Ringe in Kombination machen richtig Spaß. Als Fokus haben wir, glaube ich, noch unseren alten Fokus drin. Ich gucke gerade mal, ja, kritische Trefferchance, 21 alle Werte, 6,9% Glückstrefferchance, wenn wir eine Barriere haben. Und ich habe mir hier eine Sache noch rausgenommen. Ich weiß gar nicht, was vorher drin war. Auf jeden Fall die Abklingzeitreduktion war mir wichtiger. Auch im Hinblick darauf, wenn wir dann später öfters mit Knochensturm spielen. Und auch entsprechend dann mit der Barriere, die dann darüber eben aufgebaut wird, dass wir möglichst in einem Fluss sozusagen die Barriere oder die Barriere über den Knochensturm wieder aufbauen können, dass wir mehr oder weniger permanent diesen Knochensturm benutzen können. Und als Aspekt habe ich hier das Pendant, wie wir auch bei dem Amulett. Jedes Mal, wenn die zentrale passive Fertigkeit Schatten solche Gegnern Schaden zufügt, erhöht sich der Schaden der nächsten Schattenseuche innerhalb von 10 Sekunden. Da haben wir den Max-Roll um 45% bis zu 5-mal stapelbar. So, Buch der Toten, alles gleich geblieben. Skelettkrieger, Schnitter, mittlere Position. Skelettmagier, Schatten, mittlere Position. Und die Golems, den Eisengolem, haben wir geopfert, um uns die 30% mehr kritischen Trefferschaden zunutze zu machen. Beim Seneschall-Konstrikt hat sich einiges verändert. Wir spielen nämlich jetzt nur noch, oder ich kann euch das nur wirklich ans Herz legen, spielt mit Orkan in Verbindung mit dem Adrenalinschub. Es ist der Burner, der absolute Burner. Ich würde behaupten, Orkan auf Rang 10 ist, ihr seid mehr oder weniger unverwundbar. Also was den Schaden angeht, muss das richtig krass sein. Unverwundbar vielleicht nicht, aber ihr haut so dermaßen von Schaden raus, weil Orkan versetzt einem Gegner eine elektrische schaut euch mal die Geschwindigkeit an, 0,8 Sekunden. Versetzt einem Gegner eine elektrische Aufladung, wodurch er sich selbst und 6 weiteren Gegnern über 5 Sekunden hinweg jede Sekunde 6006 Schaden zufügt. Wir sind jetzt hier auf Rang 6, das heißt auf Rang 10 macht unser Konstrukt pro Sekunde 10.000 Damage, 10.000 Schaden bei wahrscheinlich dann 10 Gegnern über 5 Sekunden. Wird der Gegner getötet, springt Sturmjäger auf einen weiteren Gegner über und erhält zusätzlich 2 Sekunden und 20% Bonusschaden. Diese Boni greifen auch, wenn der Sturmjäger erneut auf denselben Gegner angewendet wird.
mega. Also das Gesamtschaden 6381, also das ist richtig, richtig gut. Kann ich wirklich empfehlen. Als Modifikatoren haben wir Folgendes drin. Wir haben einerseits die Effizienzunterstützung, verursacht die unterstützende Fertigkeit Schaden, erhaltet ihr für die getroffenen Ziele 3 Sekunden lang eine kritische Trefferchance von 9%. Das ist ganz gut, weil unsere Trefferchance ist wieder so ein bisschen in den Keller gegangen. Mit diesen 9% kämen wir dann auf 30%. Das ist sicherlich okay. Besser wäre es natürlich, wenn wir da noch ein bisschen höher kommen. So. Ja, klar, Bonus auf kritische Trefferchance im nächsten Level Up sozusagen ist dann schon 10% und dann sind wir bei den 30%. Dann haben wir die Bruchunterstützung. Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden zerstört gegnerische Barriereeffekte sofort. Leute, das ist der Hammer. Wenn ihr euch überlegt, wenn ihr in Nightmare Dungeons unterwegs seid und die und hohe Elite-Gegner haben dann diese Barriere, diese Kuppel. Unser Konstrukt läuft hin und auf einmal, bups, ist die Kuppel weg und wir können ihn direkt angreifen. Also wir müssen gar nicht so weit dann an den Elite-Gegner ran, sondern können ihn auch aus der Ferne perfekt beherrschen und perfekt zerstören. Also das ist richtig cool, diese Bruchunterstützung. Zudem besteht eine Chance von 60%, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Das ist ja noch besser. Ja, also unser Konstrukt hat mittlerweile auch die Möglichkeit, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Und die prozentuale Chance steigt natürlich bei jedem Level ab. Jetzt haben wir eine Chance von 60%, beim nächsten Level ab haben wir schon 70%. Also natürlich auf Rang 10 haben wir eine Chance von 100%, dass Gegner 2 Sekunden lang verwundbar gemacht werden. So, dann haben wir die Lichtbogenunterstützung noch. Die hatten wir vorher beim Fokusfeuer auch. Bedeutet einfach, dass die unterstützte Lichtbogenfertigkeit kann 5 weitere Gegner treffen. Momentan auf Rang 5. Wenn wir das auf Rang 10 haben, kann 10 weitere Gegner treffen. Also Orkan ist mega. So, das ist wie gesagt Konstrukt, was viel Schaden raushaut. Und das ist was, wo wir erhöhten Schaden raushauen. Nämlich über den Adrenalinschub. Verabreicht einen schnellen Adrenalinschub, wodurch der durch den Spielercharakter verursachte Schaden 8 Sekunden lang um 15% erhöht wird. Immerhin können wir hier auf Rang 5 bis Rang 10 machen wir 20% mehr Damage, wenn wir Adrenalinschub spielen. Dann habe ich die Stellungsunterstützung momentan noch als unterstützende Fertigkeit genommen. Wenn das Seneschall-Konstrukt die unterstützte Fertigkeit einsetzt, erhaltet ihr 364 Stellung. Fertigkeiten mit geringerer Angriffsgeschwindigkeit und Fertigkeiten mit Abklingzeiten erhöhen die gewährte Menge an Stellung. So, dann nutze ich taktische Unterstützung. Die Abklingzeit der unterstützten Fertigkeit wird um 22% verringert. Ja, und eben ab auf Level, ist momentan Level 1, aber 22% ist auch schon ganz nett. Gilt es natürlich auf Level 10 zu bringen. Und dann habe ich last but not least die Sicherungsunterstützung. Wird die unterstützte Fertigkeit eingesetzt, gewährt sie euch 3 Sekunden lang eine Schadensreduktion von 4,5%, also multiplikativ, und beim nächsten Rang sind es schon 6%. Also für uns natürlich, für unsere Spielweise ist das höchst angenehm. So, okay, dann Hausrüstung haben wir gemacht, Buch der Toten haben wir gemacht, Seneschall-Konstrukt haben wir gemacht, dann machen wir jetzt die Fertigkeiten. Ihr geht in die blutige Ernte mit einem Punkt, in die verbesserte blutige Ernte, kommt dann zu den Kernfertigkeiten, geht hier, gut, das habe ich über ein Item, seht ihr doch, Gegenstände 3, ich sage einfach mal 4 Punkte in Pest, sofern es euch möglich ist. Verbesserte Pest, 1 Punkt. Und in die übernatürliche Pest habt dann auf jeden Fall 3 Punkte in geschundenes Fleisch. Kommt dann runter zu den Leichenfertigkeiten und makabren Fertigkeiten. Geht natürlich mit 3 Punkten in die Beherrschung von Skelettkriegern. 1 Punkt in die Bluternte und 3 Punkte in den kraftbringenden Tod.
jetzt hier aktuell durch Gegenstände 6 bin ich mit 4 Rängen in die Leichenexplosion gegangen. Über Gegenstände haben wir jetzt 10 Ränge auf die Leichenexplosion, auf die verbesserte Leichenexplosion und auf die verpestete Leichenexplosion. Kommt dann runter zu den Fluchfertigkeiten, geht mit 3 Punkten in die Umarmung des Todes. Nahe Gegner erleiden durch euch 6% mehr Schaden und fügen euch 9% weniger Schaden zu. Dann haben wir über ein Item 3 Ränge. Wir haben 6 Ränge jetzt auf verstärkter Schaden. Ihr fügt verfluchten Gegnern 24% mehr Schaden zu. Einen Punkt in Altern, einmal verbessertes Altern und auf jeden Fall einmal abscheuliches Altern aufgrund der Abklingzeitreduktion um 1 Sekunde. Immerhin die Chance bis zu 15%. Aber das klappt ganz gut. 3 Punkte in die Beherrschung von Skelett-Magiern. Kommt dann runter zu den Leichenfertigkeiten und Makabren-Fertigkeiten. Da haben wir hier auch über ein Item durch Gegenstände 10 Ränge. Ist so abartig. 11 Ränge auf Leichenranken. Braucht ihr nicht so viel, aber ich sag nicht nein. Verbesserte Leichenranken und die verseuchten Leichenranken, um den Gegner 3 Sekunden lang verwundbar zu machen. Geht mit 3 Punkten in den nekrotischen Panzer, 1 Punkt Verfolgung des Schnitters, 3 Punkte Schwermut und bei mir aktuell 2 Punkte Schrecken. Kommt dann runter zu den ultimativen Fertigkeiten, geht mit 3 Punkten in den inspirierenden Anführer, mit 3 Punkten in den versessenen Kommandanten, mit 3 Punkten in Widerstand des Todes. Nimmt den Knochensturm mit und den obersten Knochensturm und den überlegenen Knochensturm. Und ganz unten natürlich die Schattenseuche. So, Paragon. Wir sind im 5. Board. Ich mach's ganz schnell für alle diejenigen, wo es neu ist, die das letzte Video noch nicht kennen. In der Starttafel vom Paragon Board wählt ihr als Glyphe auf jeden Fall die Glyphe Grabhüter. Verleiht allen seltenen Knoten in Reichweite einen Bonus jetzt von immerhin schon mal 95% auf Stufe 15. Orientiert euch links. Nehmt die gelben mit, die Abhärtung und die Krönung. Ja, geht hier hoch, nehmt hier noch 3 blaue mit, die 2 gelben, Bewahrung und das Wissen. Geht dann hier hoch, im 2. Board orientiert ihr euch auf jeden Fall nach dem Blutbad-Paragon-Board. Dreht euch die Tafel so in, dass die Glyphe unten links steht. Setzt dort Ausbeuten rein, immerhin jetzt schon mal 60,2% Schaden gegen verwundbare Ziele. Wir sind allerdings, was die ausbeutende Glyphe angeht, auch erst auf Stufe 15. Nehmt die blauen mit. Schaden, wenn ihr gestellt seid. Und Geschicklichkeit, Geschicklichkeit und nochmal Schaden, wenn wir gestellt sind. Natürlich gehärtet, 20% Schaden, während ihr gestellt seid und 10 Intelligenz. Geht dann hier hoch. Nehmt euch auf jeden Fall, die braucht ihr nicht, nehmt euch die 4 hier mit. Schaden in gesundem Zustand, Überwältigungsschaden und hier die gelbe, das Kraftpaket, 25% Schaden in gesundem Zustand, 45% Überwältigungsschaden. Kommt dann in Board Nummer 3, orientiert euch nach dem Geruch des Todes, legendären Knoten. Dreht das so hin, dass es so passt, geht hier rüber, nehmt euch die blauen mit und den Untergang. Geht dann hoch, nehmt euch auf jeden Fall Geruch des Todes mit. Geht gerade rüber Richtung Glyphensockel. In die Glyphe setzt ihr den Absorbierer rein. 25,9% Schaden im gesunden Zustand. Die ist noch recht low, die ist erst Stufe 8 bei mir. Nehmt hier die blauen mit, 12,5 Schaden gegen verletzte Gegner. Und nochmal. Und nochmal, also dreimal mit Willenskraft und Willenskraft. Geht hier hoch, nimmt die Bewahrung mit, 200 Rüstung und 10 Intelligenz und 50 Rüstung, 50 Rüstung, 50 Rüstung. So, geht dann hier gerade hoch, nehmt euch hier noch die 3 blauen mit, kritischer Trefferschaden dreimal, 7,5% mit nochmal der Korrektur, 30% kritischer Trefferschaden, 4% Heilung durch Tränke ist zu vernachlässigen, aber mein Gott, wir sagen nicht nein. Kommt dann hoch in Board Nummer 4. Orientiert euch links, nehmt die Dämpfung mit, 50% Schaden gegen verletzte Gegner und 15% kritischer Trefferschaden. Nehmt die blauen hier alle mit, wie so eine Treppe, geht hoch, geht quer rechts rüber. Auf jeden Fall den Fleischfresser mitnehmen, der Verbrauch von 5 Leichen verleiht 6 Sekunden lang 40% mehr Schaden. Geht dann weiter geradeaus hoch und
hier dann eben rüber, nehmt euch die blauen mit. Schaden gegen Elite-Gegner 8%, Geschicklichkeit, Schaden, Geschicklichkeit. Und der Präzisionsschlag 32% Schaden gegen Elite-Gegner und 10 Intelligenz. Ja. Nehmt dann hier möglichst viel Geschicklichkeitsnotes mit, die ihr braucht, weil ihr hier territorial einsetzt. Die Glyphe ist bei mir momentan Rang 1. Rang 1. Also, aber da weiß ich, glaube ich, dass wir. Ich möchte nicht lügen. Moment, Geschicklichkeit ist Gegner in der Nähe. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier knapp auf 100% kommen. Schaden gegen Gegner in der Nähe, wenn wir die auf 21 gebracht haben. Nehmt hier noch die Intelligenzpunkte mit und die Geschicklichkeitspunkte. Geht dann von hier aus nach links in Bord Nummer. Kann heute nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So, da bin ich jetzt hier gerade hochgehen und dann links rüber Richtung Glyphensockel. Da haut er die Essenz rein. Das ist dann dafür zuständig, dass wir unseren kritischen Trefferschaden in die Höhe pushen. Und da weiß ich, dass wir bei ausgebauter Glyphe auf Level 21 ungefähr 120-130% nochmal kritischen Trefferschaden dazu bekommen. So, und wie es dann weitergeht, wir werden hier jetzt noch ein bisschen was machen. Gehen dann hier hoch. Wir sind jetzt Level 89. So viel kommt also nicht mehr. Und im Board Nummer 6 ist es dann nur noch eine Kleinigkeit, was wir machen müssen. Das zeige ich euch dann, hätte ich gesagt, wenn ich 100 bin. Auf jeden Fall kommt dann noch mal ein Video. Und ja, meine Lieben, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, dass euch der Bild Spaß macht. Ich finde, dass er sich sehr gut spielt. Ihr habt es im Video gesehen. Man muss ein bisschen aufpassen, aber man schafft es. Und das macht einfach Spaß. Der Flow ist da, der Damage ist da. Die Diener sterben nicht. Hat natürlich auch letztlich damit was zu tun, dass wir den Dienern einfach unglaublich viel Leben gegeben haben. Einmal hier mit 40,6% maximales Leben für Diener. Dann haben wir irgendwo noch Dienerleben drauf gehabt. Wo war das? Hier nochmal 44% maximales Leben für Diener. Genau, also das bringt schon was. Das ist schon enorm. Und ja, so meine ich, kann man auch gut weiterspielen. Ja, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß bei Diablo 4 und eurem Totenbeschwörer mit Minions. Kein reiner Summoner-Bild, den ich habe. Ihr kennt es schon. Aber ich bin ganz zufrieden. Mich würde es interessieren, wenn ihr das ausprobiert, ob ihr auch zufrieden seid. Schreibt mir es dementsprechend doch einfach mal in die Kommentare rein. Ich sag tschüss, habt Spaß. Wir sehen uns wieder, wenn ich Level 100 bin, mit dem vollen Paragon-Boards dann ausgebaut und eventuell auch schon wieder neueren, besseren Waffen. Natürlich bin ich drauf und dran, noch Tibolds Wille zu bekommen. Natürlich bin ich drauf und dran, noch den X-Fall-Ring zu bekommen von Duriel. Aber Duriel möchte ich erst gegenübertreten, wenn ich zumindest von meinem Giftwiderstand am Cap bin. Und ja, so ein bisschen besser halt aufgestellt bin und ausgerüstet bin. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.